wollte gerade sagen, puh, endlich mal ein bisschen Ruhe, dann macht das erstmal Klong. Oh, da ist wieder so ein Ding. Aber das scheint nichts zu machen. Bis jetzt nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ach, hier waren wir doch vorhin schon mal in dem Gang. Echt? Ja, klar. Okay. Gibt's hier nichts? Da sind wir dann nämlich da rechts da weitergegangen. Aber auch, da müssen wir. Ich will ja auch gar nicht. Ich will ja nur einfach mal gucken, ja, dahin ist Ende. Oh, Tageslicht. Oh, ich habe mich erschrocken. Ich dachte, die standen wohl auch irgendwann mal. Okay. Ach herrje. Da hinten auch noch welche. Oh, wir sind fast da. Ich habe auf dich gewartet, Ethan Winters. Okay. Sie kennen meinen Namen? Es gibt wohl kaum jemanden, der ihn noch nicht kennt. Ein Held auf der Suche nach seiner Tochter. Und dieses Schloss ist doch sehr verdächtig, nicht? Ja, Sie aber auch. Ich bin nur ein einfacher Kaufmann. Hier? Bitte verzeih mir. Nenn mich Duke. Nun zum Geschäft. Waffen, Munition, Heilmittel. Oh. Ich habe alles, was man so braucht. Wir haben noch das Geld gefunden. Stets zu Diensten. Okay. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Ja, was haben wir denn Schönes? Was kostet das alles? Wir haben 800. Da haben wir Munition. Also das war ein Zusatzkoffer gerade, aber dafür haben wir ja eh nicht genug. 800 haben wir nur. Ach so, Werkstatt. Hier können wir Waffen modifizieren. Da haben wir aber ist auch alles zu teuer. Guck mal. Ja. Moment, gab es hier auch noch eine andere Kategorie? Nee, gab es nicht. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Ja, versteht sich. Ja, natürlich. Erste Hilfe als neue 800 würden wir uns genau leisten können. Für hinten Munition 200 finde ich. Nee, das ist das, was du verkaufst. Ah, okay. Ah, das Kristallfragment könnte ich verkaufen. 2000. Weiß ich aber noch nicht, ob du. Kann man die verkaufen? Das sind Schatz. Dann brauchen wir die noch. Ist wertvoll. Ich vermute mal nicht. Das kommt mir bekannt vor, also das ist so ein bisschen wie Resident Evil 4, da gab es sowas auch, da gab es auch so einen Händler. Okay. Dem konnte man auch meistens irgendwelche Juwelen oder sowas, so Edelsteine verkaufen. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass das keinen anderen Sinn hat, als genau das zu tun, dem diese Sachen zu verkaufen. Ja, dann stell mal Anzahl auf 1, mach doch einfach mal. Was soll schon passieren? Ja, genau. So, 2000. Bestätigen. Ah. Nee, davon würde ich nichts verkaufen, von dem Rest. Nee, hatte ich ja nicht vor. What are you buying? Das hat ein alter Freund von mir immer gesagt. Naja, verstehe. So, ja, was machen?
Für die 2000 können wir uns einmal die erste Hilfe. Wäre vielleicht nicht so schlecht, wenn wir eine hätten. Ich, dieses Wumme, ja, mehr Wumms für die Knarren da. Da, mehr Wumms für die Wumme. Ach nee, das reicht trotzdem nicht. Reicht nicht. Ja gut, Nachladegeschwindigkeit, aber das überzeugt mich nicht. Ja, oder wir sparen das Geld, das wir dann... Ja, was ist denn mit dem anderen da drunter, mit dem... Ach, das ist alles noch teurer, okay. Hm. Ja gut, ich glaube, warten wir einfach mal. Ja. Komm zu mir, wenn du wieder etwas von Wert findest. Das war nämlich das etwas von Wert. Ja, dann mal rein ins heimliche Schlösslein. Uiuiui. Ui, ui. Das ist aber hübsch da. Schloss Dimitrescu. Könnte Rose hier sein? Könnte sein. Na, oh nee, nicht kaputt machen. Vielleicht ist da was Wertvolles drin. Nein! Das erregt bestimmt nur die Aufmerksamkeit und dann sind wir tot. Ja, aber das muss man doch probieren. Drei Töchter, Bela, Cassandra und Daniela. So, so. Kann ich was drücken? Nein. Was haben wir denn hier stehen? 5. Januar, Rednick-Lieferung. Ein Mann, drei Frauen. 28. Januar, Miranda, Treffen mit Lady Dimitrescu. 1. Februar, der Duke-Geschäftsgespräch. Mhm. 1. Februar haben wir ja schon vorbei. Tut mir leid, aber das... Nein! Ach. Nein! Da gibt's Geld. Ach. Die Vase war bestimmt wertvoller als 300. Ja, nur wie sollen wir die mit uns tragen? Da kannst du aufmachen. Was? Ich dachte erst, da steht jemand richtig. ja, gehen wir hier rein, gehen wir da runter. Ich würde erst reingehen, ja. Oder auch eben nicht. Ja. Ha! Ja, guck mal, kannst du da was kaputt machen. Ja. Yeah. Bringt immer Kohle. Das ist wichtig. Wollen wir nachher irgendwann rausgehen und dem Typen dann mal ein Angebot machen, das er nicht ablehnen kann. Du für eine. Echt, ey. Ja, ich wollte nicht so Rolle Mafia spielen, deshalb schon ein bisschen in die Rolle einfinden. Oh mein Gott, da schreit jemand. Kerzen. Nichts als Kerzen. Oh. Finde... Was? Der vier Engel Anlitz. Mehr konnte ich nicht lesen. Suchst du nach Rose? Oh. Das ist bestimmt die Schwester. Ja, sieht so aus. Ey, sag mal. Nee. Sag mal. Männliches Blut. Egal, ob jemand trifft, die müssen dann immer alle Schmerzen zufügen. Freut mich, dass ihr so einen Spaß habt. Mutter, oder was jetzt angekettet? Ich bin eine frische Beute. Ihr seid so gut zu mir, Mädchen. Ach, sie. Ach, sie ist Lady Dimitrescu. Gut, dann zeigt mal her. Ach, sieh an, Ethan Winters. Jo. Bist den kindischen Spielen meines Bruders entkommen, hm? Dann zeigt mal, was du zu bieten hast. Oh.
Ja, Mutter. Oh Mann. Super. Das hat gestimmt. Dann lass ihn uns gleich verspeisen, Mutter. Ich war es, die ihn geschnappt hat. Na, na, Mädchen. Sag mal. Erst informiere ich Mutter Miranda. Stimmt denn mit euch aber nicht? Später. Später bekommt jede ihren Anteil. Zieht ihn hoch. Oh. Oh, natürlich. Pass besser auf, was du sagst, Ethan Winters. Ganz sauber. Lass mich runter! Oh, ich musste bestimmt versuchen, dich zu befreien. Okay. Unter anderen Umständen hätte ich dich vielleicht ganz nett gefunden. Da. F. Okay, warum zeigt ihr jetzt wieder nach vorne? Bleib mal hier, Junge. Doch, das tut er. Oh mein Gott, ich spüre das Ganze. Oh mein Gott. Oh Gott, Freddy. Ich bin doch völlig krank. Bisschen. Ja, recht hat er. Oh, Medizin. Wenn die hier liegt, würde ich dir eigentlich nicht trauen, aber naja, gut. Mein Gott, ey. Boah, kann man uns jetzt mal vielleicht irgendwie mal eine Erholung gönnen und nicht immer uns schwer verletzen. Schönes Bett. Erholung gönnen. Oh, ein Bengas. Oh, das ist bestimmt viel wert. Bestimmt wertvoll, ja. Genau, jetzt beklauen wir die hier gnadenlos, ey. Aber das Bett ist wirklich schön. Ja. Da kannst du kreuz und quer drin schlafen, ey. Cool. Was ist das denn? Damit ist der Hebel, damit hatten die dich hoch. Ah, ja, richtig. Genau. Okay, ich glaube, wir können wieder durch die Tür zu kommen, ne? Ja. Das wäre zu einfach, ne? Ja, okay. Ich habe erst gedacht, links sitzt jemand. Ja, hab ich auch gedacht. Ja, leider nicht mehr so frisch. Ja. Deshalb wollten die auch mich essen und nicht die Früchte. Ich kann es ja verstehen. Kannst du einen Schraubenzieher vielleicht knacken? Nee, ich glaube, der würde dann automatisch mir das Menü aufmachen. Schade. Schade. Ups. Sowas. Oh. Aber das ist gut. Willst du dich denn nicht erst noch gerade umgucken? Ja, doch, genau. Das hatte ich mir auch gerade gedacht. Du hängst fest im Gitter. Ich hab gedacht, da käme jemand. Das ist eine Tür. Okay. Ja, ich glaube. Ja, gut, dann kannst du. Das war's auch schon. Ja. Gut, dann gehen wir mal rein, wa? Mhm. Das soll schon passieren. Klong. Das soll schon passieren. Wo sind die denn jetzt hergekommen? Nach von links? Kannst du da nochmal gerade gucken? Also, beziehungsweise ja, jetzt rechts. Ich glaube, das ist speziell. Ach so, nee, okay. Nee. Okay. Wo ist die Kriste? Ja, die Kriste noch her wieder an den Kopf geschmissen und dann?
Oh, Schuhe. Was ist das denn? Hm, kann man nichts mitmachen. Okay. Oh oh. Okay. Sieht jetzt nicht so aus, als gehen wir hier weiter. Hast du irgendwas, um da vielleicht an die Wand mal zu schlagen? Weil das sieht ja aus, als wenn das frisch zugemauert wäre oder so. Ich hab nix. Ein Weinglas hab ich. Nee. Mit diesen Bildern hier. Warum kann ich ja mit denen nichts machen? Lexi, klickst du da die ganze Zeit? Was? Ich frage, ob Lexi die ganze Zeit klickt. Ich klicke doch nicht. Du wirst nicht was tun. Ne? Von da sind wir gekommen, ne? Ja, aber nee, weil das sieht teilweise so aus, guck mal, als wenn die Wand dann frisch verputzt worden wäre. Und in dem Gang auch. Das wundert mich halt so ein bisschen. Ja, aber ich glaube, das Hauptproblem lag gerade daran, dass ich die ganze Zeit in der Hocke war. Wie ich gerade feststellen musste. Ich dachte, wir wären schon wieder so klein. So ein Déjà-vu. Siehst du, wenn man steht, geht das hier. Ja. Ui. Oh, bestimmt auch sehr wertvoll. Den würde ich gern haben. Mhm. Okay. Kommen wir da durch? Ja. Das ist das. Das ist das. Genau. So, was denn? Ist da was drin? Spring in den Schritt. Chemikalie. Kann ich nicht kaputt machen? Soll ich jetzt hier weiter oder durch die Tür? Ich glaube, die ist zu. Oh. Wo haben Sie Rose hingebracht? Nee, dann würde ich erst dahin gucken. Dann kannst du danach nämlich nach oben gehen. Klug. Aber die wird wahrscheinlich jetzt zu sein. Das nehme ich nämlich auch an. Entriegelt, ha. Ah, die war da von der anderen Seite eben. Ach, das war die. Ah, das war die, okay. Okay, ne, dann ist ja gut. Ab und zu mal nach oben gucken, weil ab und zu hängt ja dann irgendwo ein Edelstein, den wir wieder von der Decke schießen können. Oder so. Mhm. Hat eigentlich die Tür hier wieder zugemacht. Ist das erlaubt? So, ich schätze mal, wir werden da nach oben laufen müssen. Ja. Findet ihr den und du wirst Antrag? Errettet. So war das. Da waren wir schon. So sieht man sich wieder. Duke, was machen Sie hier? Wenn es was zu verdienen gibt. Und, hast du deine Tochter gefunden? Nein. Wenn sie wirklich hier ist, hält die Herrin des Hauses sie doch sicher in ihren privaten Gemächern fest. Denkst du nicht? Dimitrescu? Genau die. Sieh dich doch mal dort um. Vielleicht hast du Glück. Apropos Umsehen. Brauchst du irgendwas? Die tun mir bestimmt nur wieder weh. Steht's? So, jetzt können wir mal gucken, ob wir den... Sieh's als Investition, Ethan. Weinglas. 3500. Ja, das ja, kann er haben. Das kann er mal schön haben. Mhm. Hab ich jetzt auf 1 gestellt? Nee, ist noch auf 0. Jetzt. Ah, jetzt. Genau. Okay, bestätigt. Sollen wir das nicht behalten? Das ist total schön. Ja, das sollte reichen. Können wir nur leider nicht viel mit anfangen. Wir kriegen, glaube ich, nicht so häufig Wein angeboten jetzt. So, jetzt haben wir ja ein bisschen. Was ist denn mit dem anderen Teil, was wir da gefunden hatten?
wo ich auch gesagt hatte, das ist bestimmt total wertvoll. Guck mal, du kannst da oben Q und E, kannst du noch weiterklicken. Ja, okay. Ich gucke gleich. Weil wir hatten ja irgendwas noch eingesammelt, wo wir sagten, das ist bestimmt wertvoll. Schätze, Zutaten, sonstiges. Heilung, Munition, Waffen. Jo. Hä? Wo ist das denn hin? Das sind, ja, weiß ich nicht. Was hatten wir denn da noch? Da war, was haben wir denn da eingesammelt? Doch, irgendwas hatten wir eingesammelt. Ich weiß es schon nicht mehr. Ist ja schon 5 Minuten her. Ja. Wenn du willst, kann ich deine Waffen aufrüsten. Gegen eine kleine Gebühr, versteht sich. Ja, mal eben gucken. Was haben wir denn jetzt? 7000. Also Magazingröße wäre vielleicht nicht schlecht, oder? Das hätte schon was. Feuerkraft hätte aber auch was. Aber Feuerkraft, guck mal gerade, was bei den anderen Dingen da ist. Bei dem Gewehr. Ja, da können wir Nachladegeschwindigkeit und auch Magazingröße. Weil das bringt uns ja eigentlich viel mehr, oder? Nee, ich glaube nicht. Weil du lädst ja immer nur, das geht ja immer nur darum, wie viele Patronen du gleichzeitig im Magazin laden kannst. Das heißt aber nicht, dass du dann, wenn du irgendwas findest an Munition, du mehr davon hast. Ach so, okay. Du musst nur nicht so häufig nachladen, das ist, der das Vorteil. Ja, das ist ja klar. Aber da würde ich dann eher auf Feuerkraft, weil uns das immer was, mit jedem Schuss uns was nützt quasi. Weißt du, das... Ach so, ja, okay. Überlass das mir. Ja. So, aber das ist ja damit auch, die ist damit ja auch quasi voll. Ja. Also Feuerkraft können wir hier eh nicht mehr weiter modifizieren. Okay. Ja. Ja. Auf Wiedersehen. Jo, hau rein. Oh, ich finde den sehr komisch. Natürlich. Der wird gruseliger als die Viecher, ey. Norsteins Labyrinth. Ist denn Norstein? Keine Ahnung. Ein Handwerker des späten 19. Jahrhunderts wurde in seinem Heimatland als Ketzer gebrandmarkt. Er wanderte umher, bis er sich in einem abgelegenen Dorf niederließ. Dort schuf er 4 Kugellabyrinthe. Das Schloss, das Haus auf dem Hügel, das Wasserrad und den eisernen Turm. Sind das die 4 Sachen mit dem 4 Antlitze oder was? Irgendwie da? Kurz nach ihrer Fertigstellung hielt er sich eine Waffe an die Schläfe und nahm sich das Leben. Das ist ja schön. Jedes Labyrinth ist einzigartig und funktioniert nur mit der jeweiligen speziell gefertigten Metallkugel. Die Labyrinthe enthalten kristalline Überreste, bei denen es sich um die menschlichen... Bist du mal ruhig da? sich um die menschlichen Überbleibsel von Norsteins 4 geliebten Frauen handeln soll. Die Labyrinthe sind ihre Gräber. Uiuiui. Oh, okay. Ja, das ist das Schloss, okay. Da, den meinte ich. Ring mit rostigem Auge. Ach so, aber ja, den brauchen wir anscheinend hierfür. Ja. Das können wir nicht annehmen, brauchen wir nicht hierfür. Nee, da können wir hier wahrscheinlich jetzt nichts machen. Da fehlt uns dann was, was war. Aber vielleicht bei dem anderen. Obwohl, wir haben doch den Ring doch hier gefunden. Warum geht er hier nicht rein? Was ist mit dir? Bist du ein bisschen nervig oder was? Ja, schon. Oh, wir können speichern. Tschücke, tschücke, tschücke. Genau, der Ring war es. Denn ich hatte das schon wieder komplett vergessen. Ich wusste nur, dass wir irgendwas eingesammelt haben. Ja, dann guck mal oben, was? Ja, sobald ich um die Kurve rum bin. Ach, hier waren wir schon mal. Ja. Gut, dann. Aber schön leise. Ja.
Boah, noch mehr Treppen. Da bleibst du auf jeden Fall fit, wenn du da wohnst. Ja, die machten mir auch einen ganz fitten Eindruck. Da konntest du die Schublade aufmachen. Erstmal alles entriegeln hier. Was konnte ich da aufmachen? Die Schublade. Achso. Ja, Munition. Munition. So, von da sind wir gekommen. Gucken wir uns erstmal hier so ein bisschen um. Frische Blumen. Frisches Feuer. Na, das war ja ergiebig. Okay. Kann man das nehmen? Ist das ja, dreh mal wieder, vielleicht kannst du da wieder aufpassen. Stimmt, da könnte was gehen. Von der Unterseite vielleicht? Nee, auch nicht. Auf jeden Fall Lippenstift. Ja. Okay. Schade. Wohl nicht wertvoll im Moment. Was ist da so eine Vase hier? Ich glaube nicht. Ne? Das tut mir ja in der Seele weh, ne, wenn du so schöne Vase kaputt machst. Ja. Schon klar. Ist dir aber auch egal, ne? Hey, bisschen. Achso, da waren wir auch schon. Ach, jetzt sind wir wieder in dem, genau. Und dann waren wir hier auch schon, ne? Ja, sind wir wieder in dem, alles klar. Dann, also wird noch eins hoch, wa? Ja. Oder haben wir da hinten schon probiert? Gerade auch? Die war, glaube ich, ich glaube, die war abgeschlossen. Die war verschlossen, ne? Ich glaube auch. Kurz nochmal checken. Und die war nichts drin. Ne. Okay, dann ab nach oben. Wirf dein Haar herunter. Perücke abnehmen. Oh, das ist so verwinkelt. Ich habe schon mal komplett die Orientierung verloren. Ich glaube, das ist schlimmer, als es aussieht. Oh mein Gott. Da muss das Auge rein, ja. Oh, nee. Scheiße, wieso nicht? Das sah so nach Auge aus. Oh nein! Munition! Verdammt! Wein. Oh! Haben wir jetzt einen Wein gekriegt oder ein Weinglas? Keine Ahnung. Auch wieder keine frischen Früchte. Oh, verdammt, ey. Wer weiß, was wir noch alles finden und dann können wir uns das nicht merken, wo wir das brauchen können. Ja, das ist ja, obwohl ich glaube, da gibt es ja. Das können wir ja wahrscheinlich auf der Karte irgendwie halbwegs. Ja, guck mal da, wo die Ausrufezeichen sind, bestimmt. Genau. So, Moment. Da war da noch irgendwo eine Tür, ne? Ja, hier. Also. Rums. Oh, eine Tür. Bam! Nein! Doch. Da geht's noch höher, oder? Nee, das ist die Etage. Ah ja.
Ja, irgendwie muss es doch hier weitergehen. Aber guck mal, dreh dich doch mal gerade rum und guck mal nach oben. An der Wand entlang da. Das sah nämlich aus, als wenn da irgendwie noch wieder so was hing. Ne? Nicht. Okay. Oh. Das hätte ich jetzt gar nicht vermutet. Never ever würde ich dich in meine Wohnung lassen, ne? Ja, als wenn du solche warst. Da waren aber... Da waren aber auf der anderen Seite noch mehr solche runden Vasen. Ja, siehste. Machen wir alle kaputt. Ach nee, das ist ja der Heini. Das ist der Heini, genau. Mich wundert das so, dass wir das Auge da nicht einsetzen können. Auge zum Auge, weißt du? Oh, oder kannst du den Ring nochmal untersuchen? Vielleicht musst du das da rausnehmen, das Auge aus dem Ring. Kann sein. Untersuchen, ah. F. So. Dreh mal. Ah, da. Tatsache. Das war doch in so einem anderen Spiel auch so, wo wir die Dinger immer auseinandernehmen mussten. Das kann sein, ja. Gut, dann... Plöpp. Oh, nee. Oh nein! Die ist ja durchgeflogen. Was? Ich habe lange keinen Mann mehr aufgeschlitzt. Ich fessel dich, schlitz dich auf und seh einfach zu. Willst du tot oder lebendig verspeist werden? Wieder noch. Oh, scheiße. Haha. Oh nee, nicht mit der Narbe. Mein Blut. Oh scheiße, ja, dein Blut pulsiert. Ich kann mich kaum noch beherrschen. Vielleicht doch. Ich hab dir Hunger. Dir abgestanden? Ich find dich lecker. Nicht damit. Warum nicht? Oh, warten, da fand doch nur eine. Die hat mir bestimmt für was anderes gebraucht. Ja, aber wir finden bestimmt noch welche. Oh, oh. Ich glaube, die folgt uns noch weiter. Oh, scheiße. Da kommen wir jetzt nicht rein, ne? Dekoration für den Saal. Wir wollen aber keine Deko sein. Da kommt sie. So, da sind keine... Oh doch, hier kann man rein, okay. Da mal rein hier. Ja, ja, genau. Bleibt die jetzt oben? Das wäre nett. Puh. 9. Juni 1958. Heute war mein erster Arbeitstag im Schloss. Ich war schockiert zu erfahren, dass die Bediensteten allesamt Frauen sind. Heute shocking. Die Herrin und ihre Töchter waren überaus erpicht darauf zu betonen, dass sie nicht beißen würden. Das war schon etwas merkwürdig. 23. Juli 1958. Ich arbeite jetzt seit 2 Wochen im Schloss und ich fürchte mich ein bisschen. Adela, eine der Dienstmägde, hat irgendetwas falsch gemacht und die Komtesse Daniela hat ihr mit einem Messer das Gesicht aufgeschlitzt. Jetzt kann ich sie nachts weinen hören. Es ist, als würden Geister durch die Gänge spuken. Ich will nach Hause. Ja. 8. Juli 1958. Ich weiß nicht mehr weiter. Die Komtessen haben sich beim Abendbrot beschwert, dass es zu heiß sei. Also habe ich das Fenster geöffnet, wirklich nur einen Spalt. Und sofort haben sie mich angeschrien, alle drei. Ich sollte das Fenster zumachen. Jetzt habe ich Angst, dass sie mich in den Keller bringen und für immer wegsperren. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Was soll ich nur tun?
Bist du noch hier im Keller? Bist du hier?